Ja, guten Morgen in die Runde, habe ich gesagt. Guten Morgen in die Runde an alle. Ne? Muss ja nicht jeder einzeln begrüßt werden hier. So. Zack. So, und jetzt meldet sich bitte mal der gemeine Sack, der den Euro erschossen hat hier. Los. Also, die Nummer wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lahm. Wir dürfen zwei Sachen nicht vergessen. Ja, wo fange ich jetzt an? Also wird viel Organisatorisches heute, so wie ich, wenn ich auf den Chart gucke. Aber wir werden das mal nutzen, werden uns mal mit dem Stundenchart auseinandersetzen, werden uns mal ein bisschen mit dem DAX auseinandersetzen. Das werden wir machen, so die nächste halbe Stunde, und werden sich den ganzen Spaß hier mal ein bisschen angucken. Am Rande möchte ich erstmal ein dickes, fettes Dankeschön loswerden an den Sigi, wo ich gerade sehe, dass er hier ist, für den wunderschönen Adventskalender. Allerdings bin ich noch im Moment mit Dieter seinem Fass beschäftigt. Da ist es etwas schwierig, sich auch noch um den Adventskalender zu kümmern, aber Sigi, ganz, ganz lieben Dank, das wird ja nicht schlecht. Von der Vroni, ein ganzes Gläserset mit einer Kiste Weizen, alles Dachsbräu. Jetzt weiß ich auch, wie alle Sorten Dachsbräu schmecken. Ich weiß gar nicht, irgendeiner hat mir noch ein paar Flaschen geschickt. Also im Allgemeinen, bitte, bitte, wenn ich irgendeinen übersehen sollte oder irgendwas über, ich werde versuchen, mich noch bei jedem auch persönlich zu bedanken. Das möchte der, verlangt der Anstand. Vielen, 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 vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme am Livestream vom Tausendsten. Wer sich das angeguckt hat, es ist der Start für eine neue Ära. Wir werden so eine Veranstaltung nächstes Jahr wohl zweimal nutzen können. Einmal zum 1111. Mal in Richtung September nächsten Jahres und dann wahrscheinlich wieder zu Weihnachten. Wie heißt es immer so schön, wenn euch irgendwas gefallen hat, sagt es weiter. Wenn irgendwas scheiße war, sagt es bitte uns. Euro Pro Einstieg, Long. Da haben wir ihn. Gucken wir uns gleich an. Aber dran denken, stopp schnell da unten drunter. Wir kommen hier eventuell bis zu der 50. Da ist der Einstieg, erkläre ich gleich. Wer ist dabei? Sehr gut. Ich möchte euch bloß die Entscheidung nicht immer abnehmen und schon gar nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier morgens irgendwie was erzähle, was euch in die Märkte jubelt. Deswegen gewöhnt euch bitte daran, dass ich mich etwas zurückhalte. Die BaFin-Aufsicht oder die Aufsichtsbehörden, die sind sehr feinfühlig geworden, sehr dünnhäutig geworden. Und ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier morgen sage, so, jetzt gehen wir alle mal schön long. Ne? Und jetzt gehen wir alle mal schön short. Jetzt gehen wir alle mal schön long. Weil der Broker mich so gut bezahlt, um die Umsätze zu generieren. Dem ist nicht so. Wir wollen hier was lernen. Man kann sich das Tausendste auch nachträglich anschauen. Ich habe es auf YouTube hochgeladen. Es ist konvertiert in Full HD.
und hochgeladen auf unserem YouTube-Kanal, aber es kommt auch heute hoffentlich noch eine Mail mit dem Link drin, das kann man sich angucken. Ich bin für Kritiken immer offen. Wenn wir irgendwas anders machen sollen, wenn euch irgendwas gefallen hat, irgendwas nicht gefallen hat, egal, bitte kein Blatt von Mund nehmen. Honig ums Maul schmieren hilft nicht, sondern es helfen wirklich nur offene, ehrliche Kritiken. Wenn ich zu viel Mist gelabert habe oder irgendwas Falsches erzählt habe, lasst es mich wissen. Wenn irgendjemand anders Mist gelabert hat, dann lasst es mich wissen. Bitte. Okay? Aber trotzdem, danke, dass ihr zahlreich da wart. Ein dickes, fettes, fettes Dankeschön an unsere Dagmar und an Micha für die Unterstützung vor Ort. Dagmar hat wunderbar gekocht und sogar für mich mit. Weil eigentlich war ich eine faule, faule Socke da. So. Regelwerk heißt, wir brauchen übergeordnet einen Trend. Laut Definition heißt das erste, haben wir übergeordnet einen Trend. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. So. Der ist relativ schwach, Nikolaus, gebe ich dir vollkommen recht, aber die Frage heißt ja noch nicht, ist er stark oder ist er schwach? Er ist da. Haben wir übergeordnet einen Trend? So, und da brauchen wir uns nichts weiter angucken als die letzten, laut Definition, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. So. In welcher Phase befindet er sich? Hier befand er sich in der Korrektur. Das letzte Hoch der Abwärtsbewegung soll gebrochen sein. Plauts, und das mit Musik. Im 1-Minuten-Chart recht gut zu erkennen. Dann warten wir die Korrektur ab, den Rücklauf in unsere Wolke und da lassen wir uns einstoppen. So, wenn er dieses Hoch hier anläuft, sollte man sehen, den Stop sogar da unten drunter zu kriegen und den da drunter zu legen. Nein, ich handle diese Position hier nicht. Hat einen ganz bestimmten Grund, den werden wir uns gleich anschauen. Einer der Gründe ist eben, dass es nicht heißt, ich hau ja einfach irgendwelche Positionen rein, um die Leute in die Märkte zu jubeln. Das geht nämlich ganz schnell, dass man sich diesen Ruf verpasst. Deswegen bleibe ich aus dieser Position draußen. Das zweite ist, um den Anfragen gerecht zu werden, wer vor Ort war, der weiß es. Leider häufen sich die Anfragen per Mail, die hier aufschlagen. Erstens, ja, das Konto am Freitag, was ich dort gehandelt habe, ist ein Live-Konto oder ist ein Live-Konto gewesen. Wir haben mit einem Kontostand von gut 3.000 irgendwie angefangen und die Euro-Positionen, die wir da pyramidisiert haben, haben uns live während der Veranstaltung circa 900 Euro auf das Konto gespült. Den Kontoauszug werde ich in der Dankesmail oder die Position werde ich in der Dankesmail auch noch veröffentlichen. Bei einem 3000er Konto sind das ungefähr 30%. Wir haben morgens die Position am Zielbereich oben geschortet, genau nach unserem Regelwerk. Wir sind mit einem ziemlich kleinen Stop da rein. Es waren 0,5, es waren genau 5 Minilots, die wir kurz danach gleich pyramidisiert haben, als wir den Stop viel enger ranziehen konnten, so dass wir mit 1,5 Lot im Endeffekt unterwegs waren, also mit 3 halben Positionen, die wir da reingepackt haben. Und die das erste Drittel, ich glaube mit 380 oder 390 Euro, hat Dirk dann manuell rausgeschmissen und die anderen beiden sind dann ausgestoppt worden mit bummelig 300 Euro. Die DAX-Position, die wir drinnen hatten, die läuft noch. So, jetzt geht der Stop aber hinterher und auf jeden Fall hier Break-Even. Es ist 8 Uhr gleich und es kommen Zahlen.
Der Stop muss jetzt Minimum hier drunter. Das ist der schlechteste Fall. Schlechter sollte man ihn nicht hinlegen. Wirtschaftskalender habt ihr euch ja alle angeguckt, ne? Gut, dann wisst ihr ja, dass jetzt gleich Zahlen kommen. Kannst du bitte den Link schicken, wo ich ein Ticket ziehen kann? Ticket ziehst du in deinem Account. Das werde ich gleich mal nebenbei probieren. Mal gucken, wie die das einrichten kann. Da kriegst du Login-Daten und mit diesen Login-Daten kannst du ein Ticket ziehen. Wie du ein Ticket ziehst, das findest du bei uns auf der Homepage. Da gibt es einen Film dazu. So, ich guck mal nach, dass ich dich hier finde. Und dann kriegst du die gleich zugeschickt. Ja, so doll war das hier mit den Zahlen nicht, ne? Ja, könnte man da im M1 etwa ein Engulfing sehen? Ja, das ist ein Engulfing, was ich um diese Uhrzeit aber nicht überbewerten würde. Es sind im News, es ist 1 Minute vor 8 oder um 8 und dann, sag ich mal, würde ich das nicht überbewerten. So, wer Break-Even ist hier, ist schon raus. Wer seinen Stop hier drunter zieht, drunter gezogen hat, fliegt gleich raus. So, Marcel, du solltest jetzt gleich eine Mail bekommen mit den Daten. So, jetzt solltest du deine Login-Daten haben. Und dann kannst du bitte ein Ticket ziehen. Ich möchte auch darum bitten, wer irgendwelchen Kummer hat, mit Plattform etc. sich bitte auch ein Ticket zu ziehen. Damit wir die dann auch der Reihe nach abarbeiten können. So, ich schiebe das jetzt mal ganz bewusst ein bisschen zusammen. Diese Nummer hier gefällt mir für Long-Positionen gar nicht. Wir müssen sogar damit rechnen, dass er, wenn er das Ziel hier oben angelaufen haben sollte, also den Zielbereich hier oben aus den jetzt erwischen sollte hier, dass er hier einen Spike hin macht und hier schon dreht. Wenn er diese Nummer dreht, wer im Blog gestern gelesen hat, der weiß, dass ich allem gegenüber sehr, also allen Long-Position gegenüber sehr skeptisch bin. Dafür macht Trump den
Dollar zu stark. So, die Linie hier unten lassen wir mal drinne. Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Anneliese habe ich für morgen noch nicht vorbereitet. Tut mir leid, ich habe es echt nicht geschafft. So. Wer ist im Euro noch drin? So. Diese Bewegung hier, die nehmen wir jetzt und warten, bis er uns hier eine Umkehr liefert. Alles, was wir bis jetzt machen, sind nur Spekulationen. Ich meine, es sind alles Spekulationen, aber das hier wissen wir noch nicht. Aber das könnte ein Weg sein. Dann wären wir ja unten bei 1.0310. So, und jetzt nehmen wir mal den Fall. Dass wir hier diese Bewegung wiederholen von da nach da. So, und den machen wir jetzt mal in einer anderen Farbe. So kann man sich nicht schon mal einen Plan draufpacken, da. Und dann kann er diese, vorausgesetzt er will es, ne, Bewegung wieder korrigieren und dann hätten wir da Plan C, was noch laufen dürfte, und dann wären wir da, wo wir hinwollen, nämlich bei der Parität. So, das war unser Plan für dieses Jahr. Wer UFBAS verfolgt, der hat auch gelesen, dass wir im Januar schon geschrieben haben, dass wir für dieses Jahr die Parität einplanen, aber nicht gleich im Januar. Er kann auch bis zur 5. Er kann auch höher korrigieren. Nikolaus, hast du vollkommen recht. Alles kann, nichts muss. Deswegen habe ich gesagt, alles, was wir jetzt hier haben, ist sehr spekulativ. Ausgehend von dieser Bewegung, die für mich ausschlaggebend ist, müssen wir sehen, was geht. Wenn das so sein sollte, müssen wir logischerweise unseren, das ist jetzt zurzeit das, was wir sehen, und das ist im Moment mein Plan. Im Moment ist das mein Plan. Anderen Ausgangspunkt habe ich nicht. Wenn der höher laufen sollte, dann ist der Ausgangsplan höher oder der Ausgangspunkt höher, und dann müssen wir neu starten. Logisch. So ungefähr könnte es laufen. So, die Jungs, die jetzt hier noch dabei sind, würde ich jetzt wärmstens empfehlen, den Stop hinterher zu ziehen. Einstieg 37. Ziel oben fast angelaufen. 11 Punkte hätte man schon haben können. Demnach wäre man nach unserem Regelwerk, nach Euro Pro mit 11, 12 Punkten, mein Mindesttagesziel sind 12 Punkte, wäre man rein theoretisch um 8.08 Uhr am frühen Morgen schon durch. Verluste dürfen jetzt auf keinen Fall entstehen. Also egal, wer da jetzt noch drin ist, wer jetzt irgendwo seine sein Stop noch irgendwo im Nirvana liegen hat oder vielleicht gar keinen drin hat, der sollte jetzt drüber nachdenken, den Stop so zu platzieren, dass er aus dem Risiko ist.
Ich ziehe dann auch mein Ticket. Gestern die Version 2 installiert. Farben zu grell. Lässt sich nichts ändern. Doch, das lässt sich ändern, Silvio. Geh mal in den Chart. Rechte Maustaste. Indikatoren. Dann geht dieses Fenster auf. Stereo EA Euro Pro. Editieren. Dann geht dieses Fenster auf. Dieses Fenster und dann steht hier bei Filter Deckkraft drinne 15.0. So, und da machst du bitte 0.15 draus. Okay, jetzt habe ich mir meinen dafür weggeschossen. So. Und da sind wir in der Nummer, die wir morgens haben wollen. Zielbereich angelaufen. Entry 37, 38, wer jetzt hier oben an der 50 ist, hat sein Tagesziel, ist bei 12 Punkten und sollte jetzt überlegen, was er macht. Wer mit einer vernünftigen Positionsgröße drin war, es gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal sagt man, okay, es ist 10 nach 8, ich habe noch Weihnachtseinkäufe zu erledigen, weil Mutti noch einen neuen Ring braucht. Dann würde ich das jetzt mal tun. Plattform zu, 12 Punkte mit 3 Standardlot, 360 Euro, Cut. Verdient keine Sau in 10 Minuten. Ich kenne keinen, ich kenne viele Leute, aber ich kenne keinen, der morgens um diese Zeit sein Tagesziel erreicht hat. So, wer das nicht will, sondern wer sagt, okay, da kann ja noch viel mehr gehen, weil laut dem Stundenchart von eben könnt ihr noch mehr laufen, der könnte ja noch ein Stück nach oben eventuell. Der schmeißt ihm hier die Hälfte raus und legt für die andere Hälfte den Stop hier unten drunter. So, Hälfte raus von 360 sind 180 Euro. Wer mit 180 € um diese Zeit nicht zurechtkommt, dem seine Probleme will ich nicht haben. Aber wer um diese Zeit 180 Euro verdient, den Rest Break-Even absichert, kann mit dem Rest noch was oben drauf nageln. Stop da unten hin oder Stop eng hinterher. Das liegt jetzt in der Konstellation des Händlers, was er gerne hätte. So, Mike ist raus an seinem am Zielbereich. Fertig ist die Laube. Tagesziel im Sack. Was will man mehr? Der Lars. Auch mal wieder hier. Lars S. aus dem wunderschönen Thüringen. So. Der Junge hier. Fällt euch was auf? Fällt euch was auf hier? Yep. Eine SKS vom Feinsten, die uns sogar schon um 9 nach unten prügeln dürfte. Das heißt, wenn wir Schlusskurs, Stundenschluss über 11.210 haben, ist die hinfällig. Solange kann man darauf spekulieren, dass es eine schöne SKS werden kann.
kann. So. Damit haben wir 11.139 bis 11.360 sind 230 Punkte. So, und die sollten wir dann von da nach da duplizieren, was eine glatte Nummer bei 10,9 machen würde. Hier unten würde die Nummer bis an die 10,9 und bis an unsere Emma liefern, die in der Regel ja auch mit einem Spike oder so kurz verletzt werden kann oder verletzt werden darf. Dazu kommen, wir haben am Freitag großen Verfall, wir haben dreifachen Hexensabbat, ne? Das Open Interest sagt uns, dass die großen Händler überhaupt kein Interesse haben, dass der DAX am Freitagmittag zum großen Verfall über 11.000 steht, eher unter 11.000. Dazu kommt die Ausbruchskante bei 10,8, die seit August Bestand hat, die er nur kaputt gemacht hat und die auch bestätigt werden sollte, was sich mit diesem Setup hier deckt. Diese Nummer nach unten dupliziert, je nachdem wo er bricht, dürfen wir hier runter bis zur 10,9. Und das alles jetzt hier im CFD, ne? Und wir dürfen sogar hier runter bis, da haben wir die Ausbruchskante und hier haben wir 10.750, die Marke kennen wir noch aus dem Sommer, 10.750, dieser Bereich ist das, was es Maximum sein sollte. Wenn diese Nummer hier nicht halten sollte, wenn das hier, dann war das hier auch im Daily Chart ein klassischer Fake. Das müssen wir aber sehen. Dazu brauchen wir einen Schlusskurs oder wieder einen Tagesschlusskurs unter 10.800. Tagesschlusskurs unter 10,8 lässt alle Alarmglocken angehen. Mehr dazu in der Analyse, wenn wir die machen, die muss ich aber erst vorbereiten. Die Analyse ist noch nicht so weit. Was mir aufrichtig leid tut, aber ich hatte die Birne so voll mit letzter Woche und wer das vielleicht ein bisschen gesehen hat oder wer glücklicherweise am Freitag vor Ort war, hat vielleicht ein bisschen gemerkt, dass mein Adrenalinspiegel nicht mehr gesund war. Ich habe es gemerkt, die letzten 2, 3 Tage, die waren für mich die Hölle. Also bitte nicht sauer sein, die letzte Analyse machen wir dann nächste Woche. Wir aus der ersten Serie machen wir das nächste Woche. Ihr kriegt dazu eine separate Einladung, weil der Link ist auch abgelaufen. Ich schicke euch einen neuen Link zu und die praktische Anwendung machen wir dann entweder während meines Urlaubes. Ab Weihnachten bin ich im Urlaub, trotzdem wird unser Support funktionieren, aber ab Weihnachten bin ich im Urlaub bis 16.01. So viel vorneweg. Ich werde eventuell meine Analyse schreiben auf UFBAS, die werden wir schön begleiten und dann starten wir am 16. Januar neu. So viel schon mal am Rande. So, Zielbereiche, ne? Das ist Zielbereichshandel vom Feinsten, finde ich jedenfalls. Tagesziel drinne, wer die Beschreibung von den Webinaren und so weiter liest, weiß, dass wir gesagt haben, wenn wir morgens das Tagesziel erreicht haben, werden wir das Webinar beenden oder werden uns zurückziehen. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Analyse gemacht hier im Chart, um euch zu sehen, um euch zu zeigen, wo ich im DAX hin will. Meine DAX-Short von Freitag läuft immer noch. Ich habe das Ziel 10,8 unten. 10,2, 10,8.
sind immer noch 400 Punkte, die wir da offen haben. Diese Position ist auch pyramidisiert. Wenn die durch ist, werde ich euch die zeigen. Die Performance von Freitag werde ich euch ebenfalls zeigen. Gibt es schon Kosten für das Servicepaket 2017? Ja, gibt es. Wir werden an unserer Kostenstruktur einfach bis zum 31.03. nichts ändern. Gar nichts. Wir lassen alles beim Alten. Das heißt, Webinare und Blog im Quartal 150 Euro wird erstattet, wenn man 40 Lot im Monat, 40 Standard-Lot im Monat bei JFD über ein über uns geführtes Konto handelt. Dann kriegt man die Gebühr erstattet. Und wenn man 60 Lot handelt, kriegt man das Servicepaket, also Webinare und ufbas.de sowie die Plattformgebühr komplett erstattet. Das läuft am Monatsende vollautomatisch. So, sind noch Fragen zur Technik, sind noch Fragen zum DAX, sind noch Fragen zu diesen Setups hier. Es ist heute die Nummer, muss ich ganz kurz mal gucken. Webinare hatten wir gesagt, dass wir die machen, und dieses Webinar findet wohl, ach du Scheiße, für heute Nachmittag, das Webinar muss ich canceln. Tut mir leid, werde ich auch gleich. Ich habe einen im DAX Short, einen Stop, der liegt noch über 10.350. Die Name des Webinare muss ich canceln. Ich sauf hier im Support im Moment ab, deswegen, sorry, kriegt ihr aber gleich Bescheid. Wir hatten gesagt, wir machen im letzten Quartal, machen wir 25 Webinare. Dieses findet jetzt 41 Mal statt. Das heißt, wir haben 16 Webinare überzogen, und ich glaube, damit sind wir auch ganz gut unterwegs. Morgen früh ist nochmal Webinar, und dann werde ich mich nächste Woche noch zu zwei Webinaren hinreißen lassen, die wir dann noch kurz vor Weihnachten machen, mit einem Abschlusswebinar der diesjährigen Saison, wahrscheinlich nächsten Mittwochabend am 21. Aber die Termine werden noch bekannt gegeben. Okay? Termine kommen wahrscheinlich am Wochenende. So, hier oben haben jetzt ein paar Leute ihre Position gedreht, ne Nikolaus? Die sind hier oben schon short gegangen, weil sie drauf spekulieren, den nächsten Zielbereich hier unten zu holen. Diese Stops gehören ratzfatz Break-even. Schnell absichern und dann fallen lassen. Ich gehe davon aus, dass diese Nummer nach unten durchrutscht. Ob nun jetzt gleich oder ob das eben hier noch ein bisschen dauert, muss man sehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt hier dreht, ist nicht zu unterschätzen. Diese Nummer. Und dass er dann den Abflug nach unten macht, dann sind wir nämlich bei der Nummer 2, dann sind wir schon bei der 103. Gibt es noch eine Bestätigung für das Trader-Seminar im Februar nach Zahlen der 300 Euro? Nein. Noch nicht. Lasst mir einfach ein bisschen Zeit. Ihr kriegt eine Mail mit Ablaufplan, mit allem drum und dran, wenn wir alles komplett haben. Okay? Wenn die Buchung durch sind, das Seminar ist fast voll.
Wenn die Buchungen durch sind, dann kriegt ihr alle eine Mail mit dem Ablaufplan und so weiter. Ihr könnt aber sicher sein, bei uns noch keiner vor der Tür, wir haben noch keinen vor der Tür stehen lassen, und wer die 300 € Anzahlung geleistet hat, dem sein Platz ist auch gesichert. Im DAO-Pro seit 5.12. kein Signal. Upp. Richtig. Da ist das letzte Mal ein Signal gelaufen. Das kann passieren, lieber kein Signal als ein schlechtes. Es kann passieren, dass so eine Phasen entstehen. Dafür ist das hier ein ganz, ganz anderes Regelwerk, ein ganz anderes Setup. Aber die Signale, die dann kommen, die haben es meistens auch in sich. Die funktionieren auch sehr gut. Aufpassen für die Shorties. Unsere Wolke schließt sich hier gerade. Sollten die Linien sich jetzt nicht schneiden, sondern nur aneinander vorbeigehen, gibt es noch einen Aufwärtsschub. Wenn wir hier jetzt einen gleichen frischen Schnitt kriegen, klatscht er nach unten durch. Ja, wirst du wohl warten müssen, bis ein Signal kommt, ne? Okay, alles klar. Ergebnis heute. Regelwerk, Korrektur in 5 Minuten, Bruch des letzten Hochs der Abwärtsbewegung mit Musik erfolgt, Rücklauf, Entry bei 1.06.38, Ausstieg locker hier oben bei der 50, 11, 12 Punkte waren locker drinne. Das ist unser Tagesziel. Uhr 42, 6.40 Uhr, Oliver, geh ich gleich drauf ein. Das ist unser Tagesziel, das wollten wir erreichen. Hier geht die Uhrzeit eine Stunde nach. Das hier ist auch 7.42 Uhr. Das ist hier, dafür haben wir jetzt in der Plattform, haben wir es jetzt 7.20 Uhr und es ist 8.20 Uhr. Okay. Aber schön, dass du mal wieder da bist, Oliver. Lange nichts gesehen oder gehört von dir. Thorsten, wenn das stimmt, 1111. Web in Varna stattfindet, dann freue ich mich sehr und stehe bereit, um meinen Beitrag dafür zu leisten. Das weiß ich noch nicht, ob wir das machen, aber das Angebot steht, dass wir das tatsächlich Nummer 1111 in Varna in Bulgarien machen können. Ob wir das machen, wissen wir noch nicht. Wir haben auch eine zweite Alternative in Berlin. Okay. DAX-Werk, habt ihr verstanden, was wir da wollen? Die SKS macht da einen sehr guten Eindruck, vorausgesetzt, wir ballern da oben nicht über die 10, 11.210. Dann kann das richtig zügig bergab gehen. 10,8 heißt es, ufbas.de. Hier genau das Gleiche. Wir sind übergeordnet Short eingestellt, obwohl wir noch die Möglichkeit haben, noch nach oben zu gehen bis in den Bereich 1,07 ungefähr. Viel höher sollte er nicht laufen. 1,07 haben wir auch diese Unterkante hier. Viel höher sollte es nicht gehen. Wie gesagt, Webinare heute und morgen Nachmittag sage ich ab. Auch wenn die geplant waren, aber die sage ich ab. Das schaffe ich beim besten Willen nicht. Und ich wollte Weihnachten ganz gerne gesund überleben. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das hat euch auf dem Weg Regelwerk Euro Pro ein bisschen weitergeholfen. Unsere Zielbereiche hier tun das Ihrige dazu. Das haben wir gesagt, wenn wir hier einen frischen Schnitt hinkriegen, geht es zügig bergab. Das scheint hier auch einzutreten. Wer diese Nummer short handelt, sollte auch hier unten schnell reagieren, Stops nachziehen, und dann das Ding eventuell abgesichert durchfallen lassen.
Bleib gesund, slow down, auch wenn dein Speed fantastisch ist. Danke, Nikolaus. Okay, für alles andere bitte Tickets ziehen. Entweder ich oder Ralf kümmert sich dann lieben gerne darum und regelt das, was bei euch zu regeln ist, per Fernwartung. Okay, wer sich entscheiden sollte, noch einen Seminarplatz buchen zu wollen für den Februar, der sollte das dann zügig tun. Und dem, wo haben wir ihn hier? So, auf eins wollte ich hier noch eingehen. Und zwar der Christian, Gruß an alle, die beim Adventstraining dabei waren, vor allem diejenigen, die mich um 2:30 überlebt haben. Jo, ich gehöre dazu. Keine Feier ohne Meier und in der Regel stellen wir immer Stühle hoch und das haben wir auch am Freitag gemacht. Und bevor jetzt alle abhaut, möchte ich wissen, wer dabei war. Und dann macht ihr jetzt bitte noch schnell euer Pünktchen, bevor ihr abhaut. Bitte. Damit ich weiß, wer hier was gemacht hat und zu welchem Ergebnis. Aber Christian, schön war es auch mit dir ein paar Worte zu wechseln. Danke auch für deine Mail. Die Sache im Spreewald habe ich mir schon mal angeguckt, aber leider zwischen Weihnachten und Neujahr nichts frei, sonst hätte ich liebend gerne meinen Hochzeitstag da verbracht. Aber danke für deine Mühen und danke für die Mail. Christian, ich verstehe deine Frage nicht. Auf welches Konto geht das? Verstehe ich nicht. Thorsten, wo und wen darf ich kontaktieren wegen der Software? Mein Stop flackert dauernd. Dein Stop, der flattert immer dann, erkläre ich gleich. Vielen Dank und pass auf dich auf wegen dem Adrenalin. Ja, meine liebe Bärbel, ich werde auf mich aufpassen. Wird auch Zeit. Christian, schick mir bitte eine Mail dazu, dann schicke ich dir auch eine Antwort, wo die Anzahlung hingeht, okay? Macht schnell eure Kreuze, damit ich das Feld hier zumachen kann. Die, die keine Pünktchen machen, die aber sich hier nicht beteiligen, sind fies, sind gemein, faule Säcke. Uns hier auslutschen, nicht mal einen Punkt machen können. Echt feine Freunde hat man hier. So. Übertragen und da haben wir das Ergebnis. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. 47% hatten nicht die Eier in der Hose, hatten keinen Bock mitzumachen. Wer nicht handelt, kann auch nichts verdienen, aber wer nicht handelt, kann auch nichts verlieren. 7% sind plus minus null, das sind wahrscheinlich die, die im Break-Even rausgeflogen sind. 45% der Teilnehmer sind vorne und 2% sind hinten. Wer hinten ist heute, der möge sich bitte outen und mir ein Chartbild per Mail schicken. Gucke ich mir lieben gerne an. So, und das Ding wieder rein. So, wer jetzt hier dabei ist, wer hier short ist, der sollte seinen Stop jetzt hier oben drüber legen. So, wenn der Stop flackert, dann musst du hier oben die Strategie wechseln, Waldemar. Hier oben hast du verschiedene Strategien. Guck dir bitte dazu die Webinare an Stereo-Trader. Dann hast du die gleiche Strategie in zwei Chartfenstern offen. Wahrscheinlich 1 Minute und 5 Minuten die gleiche und dann beißen sich da die Stop-Einstellungen. Dann sagt der eine wahrscheinlich 10 Punkte Stop, der andere sagt 2 Punkte Stop und dann hast du einen sogenannten Springstop, dann springt der immer hin und her. Da achte bitte drauf,
dass du in jedem Chartfenster hier oben eine andere Strategie hinterlegt hast. Und wenn du überall eine andere hast, in jedem Chartfenster eine andere Strategie, dann kann auch nichts passieren und dann hört dein Stop auch auf zu springen. Kann man Strategien auch löschen? Bitte so eine Frage mitbringen, wenn wir das nächste Mal die Nummer machen. Stereo-Trader, bitte so eine Frage mitbringen. Wir machen da in absehbarer Zeit noch eine Fragestunde dazu. Ich habe leider noch keinen Euro pro, sagt der Günther R. Warum nicht? Selber schuld. Wir beide wollten ja eh jetzt telefonieren, richtig? Nach dem Webinar. Wenn das jetzt passen sollte, schick mir bitte eine Mail, dann melde ich mich innerhalb der nächsten 20 Minuten bei dir. Schick mir bitte eine Mail und die Telefonnummer dazu, dann sehe ich zu, mich innerhalb der nächsten 20 Minuten bei dir melden. Und schon sind wir weg. Die ersten zwei, drei Leute sind schon geflüchtet. Die Shorties hier, denkt dran, hier unten nach Möglichkeit sollte man drüber nachdenken, rauszugehen. Morgen Abend ist Yellen, aber das gucken wir uns morgen früh an. Und wie gesagt, heute und morgen Nachmittag keine Webinare. Aber das seht ihr ja gleich in der Mail. In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Tag. Behaltet eure Kohle, verzockt sie nicht wieder. Wir sehen uns wieder morgen früh um 7:45 Uhr. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin und danke, dass ihr da wart. Tschüss, tschüss.